Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mich entschieden, euch den 7er Kreuzer Algerie zu zeigen. In dem Fall habe ich mich ein bisschen selber ausgetobt, denn es gibt gar nicht mehr so gerade so viele Replay-Einsendungen. Dementsprechend gönnt euch ein Replay, falls ihr da was Schönes gezockt habt. Schickt mir das an die unten angegebene Adresse per E-Mail. Aber jetzt gehen wir hier schon in die Action mit der Algerie. Bleibt erstmal mit HE auf den Kirchhoff da drauf. Da war schon seitlich ein guter Hit. Jetzt geht er auf AP, zieht er nämlich, jo, Seite, die kriege ich. Und, oh, die saßen gut. 13. Dellen hat er da gemacht. Das ist ein guter Anfang. Schöner First Blood und ein vernichtender Schlag. Der Silver Tree hat es da mal ordentlich rumsen lassen. Das war ein Start nach Maß, würde ich mal sagen. Jetzt ist er hier recht alleine. Bin gespannt, wer hier um die Insel rumkommt, ob da nicht der Gegner schon plötzlich bereitsteht. Ist auf jeden Fall ein bisschen risikoreich. Wir sehen auf einmal, jo, Königsberg, Fuso und Emerald. Und auf die hält er da jetzt ordentlich drauf. So, seitlich, jetzt hat er nochmal HE geladen, aber wir sehen auch jetzt, geht er direkt wieder auf AP. Knapp um die 11 Sekunden braucht er mal für den Reload. Die kommen auch wieder nicht schlecht. Wuhu, 6 Zitadellen. Holy moly, was hat denn der für ein Aim, der junge Mann? Also den muss man erstmal so treffen und der nächste Kill. Ja, weil das ist ja hier Wahnsinn. Das ist Kill Nummer 3. Und gefühlt mit jeder Salve, wo er den Gegner entdeckt, macht er auch direkt schon den weg. Also man kann ihm definitiv nicht Effektivität unterschlagen. Fuzo ist natürlich sofort wieder mit HE drauf. Jetzt da vorsichtig die Miyoko. Die Graf Spee, das hat er nochmal mit AP versucht. Wir schauen. Und auch da nochmal eine Zitadelle. Knapp 9000 Damage. Also, sobald er hier auf AP geht, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass er Schaden irgendwo macht. Schon bei 72.000 Damage. Hier die Fuso jetzt mit gerade mal 4 Kilometer sehr nah. Aber vielleicht macht ihn der Torp da weg. Oh ja, die Torp schaut gut aus. Das wird es gewesen sein. Und hier auch nochmal jetzt einen Torp-Kill. Also, ob er die Zitadellen weghaut oder mit den Torpedos reinknallt, das ist ihm eigentlich gefühlt egal. Er macht den Damage, so wie er das halt braucht. So, jetzt hier aimt er natürlich auf die Graf Spee. Da ausnahmsweise mal jetzt nicht so viel Damage, aber er hat einen schönen Winkel. Graf Spee aimt aber auf ihn. Unser Team hat die Führung übernommen.
Da war jetzt ein bisschen Wasser dabei. Ja, die Torpedos sind jetzt nicht schlimm. Aber er kriegt weiterhin hier einen schönen Winkel hin. Also er hat es hier deutlich angenehmer als die Graf Spee. Jetzt geht er auch seitlich daran. Und jetzt hat er nochmal eine Zitadelle. Also mit dieser Salve hat er knapp auch wieder 8k Schaden. Aber er hat richtig schlucken müssen. Heidi Witzker, da hat er mal richtig eine bekommen. Das hat wehgetan. Also kaum war er seitlich dran, hat er da kassiert. Aber jetzt die Graf Spee, die gegnerische, auch nochmal 2 Zitadellen. Aber der hat mal richtig wehgetan. Natürlich bei dem Schiff hier keine Heilung. Dementsprechend muss er da irgendwie mit klarkommen. Aber den hat er definitiv gespürt. Einen Kill braucht er noch für seine Krake. Komm Junge, 1400 Schaden und jetzt hat er sie sich geholt. Jo, da ist die Krake. Sehr schön. Jede Seite hat aktuell 2 Caps, aber sein Team mit 4 Verlusten, 3 Verlusten, der Gegner da schon mit 7. Also das ist da ganz klar. Auch die Warspite in über 16 Kilometer geht er jetzt natürlich mit HE. Vielleicht nochmal ein Brändchen oder so anzetteln. Ja, und genau den kriegt er sogar. Und der tickt auch. Und der nächste. Ja, jetzt langsam steht die Warspite da lichterloh in Brand. Aber mal schauen, wie lange die Warspite den Brand ticken lässt. Wäre natürlich schön für ihn. Weil sowas ist immer ein schöner Damage Boost. Jetzt ist er da offen. Er ist jetzt gut bedient, erstmal hier ein bisschen jetzt reduziert und zurückhaltend zu spielen. Jetzt nicht nochmal ganz rapide auf die Gegner drauf zu fahren. Deswegen hat er sich jetzt hier die Insel da mal ein bisschen als kleines Schild genommen vor sich. Und zack, nochmal Damage. Und nochmal ein Brand. Das Großkaliber hat er jetzt auch. Und knapp 140.000 Schaden hat er jetzt mittlerweile. Also die Runde lief nach Maß. Mittlerweile ist es auch schon so gut wie erledigt. Denn jetzt haben sie fast jeden Cap und im D-Cap sind sie auch schon stehend. Der Gegner nur noch mit 2 Schiffen. Also das ist hier gleich erledigt. Damit sag ich schon mal langsam aber sicher, weil die Runde sich dem Ende neigt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Replays schickt an die E-Mail unten. Einfach den Warships oder Replays WoWS.com Link und die Screenshots bitte dabei dann da hochgeladen haben. Mehr brauche ich nicht und ich kann dann ein schönes Ründchen vielleicht von euch mal wieder hier zeigen. Also lasst es einfach hier da. Ich würde mich freuen. Ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.